So, rote Gurte. Das ist schon mal, das erfreut schon mal das Herz des Herrn 3,0. Ja. Wir können ja schon mal Hallo sagen. Wir müssen nämlich, bevor wir Hallo sagen, müssen wir nämlich gerade leider ein bisschen abwarten. Uns wurde nämlich hier ein bisschen reingegrätscht. Wir haben uns sehr beeilt, dass wir ein bisschen früher das Auto bekommen. Weil unser Problem ist immer Zeit, Zeit, Zeit. Und ein Kollege hat gerade schon das genutzt und hat den 53er kalt gestartet. Und wir wollen euch natürlich auch den Wagen kalt zeigen. Deswegen machen wir erstmal alle Vorbereitungen. Machen wir hier alles an. Jetzt gehen wir mal hier für euch auf Sport Plus. Natürlich nur für den Start. Aber eigentlich können wir es schon machen. Achtung! Ich muss natürlich auch parallel das mitnehmen für jeden, der jetzt nicht dabei ist. Achtung, wir starten kalt. Das ist schon Ferrari-Sound, ne? So ein bisschen. Geil. Das ist halt das Spannende, das war ja die Frage und ich muss zugeben, ich habe selber noch keinen kalt gehört. Das ist halt wirklich mal hier was ganz Feines. Ja. Ja. Dann geht's jetzt los. Boah. Kamera an? Ja, ja. So, und jetzt müssen wir starten. Müssen wir mal kurz warten, würde ich sagen, ein paar Sekunden. Ja, fürs GPS. Damit der GPS hat, genau. Hast du kalt gedreht? Nein, das waren 3.500. Ja, willkommen im schönen Barcelona. So, jetzt können wir anfangen. Jetzt haben wir Tageslicht. Wir haben das Auto aus dem Parkhaus gerade befreit. Ja. Wir haben hier heute das richtige Auto. Nämlich ein AMG-Baumuster. Ja. Also ein Auto mit Automatikgetriebe. Genau. AMG. Ja, die Story kommt nicht von ungefähr. Ich hatte mal ich weiß gar nicht, was ich jemals erzählt habe, ich hatte mal einen 123er als allererstes Auto. Die Hardcore 3,0-Freunde wissen das. Und da hatte ich als, weiß ich gar nicht, 18-, 19-Jähriger hinten, weil ich es so cool fand, damals schon AMG draufgeklebt, hinten rechts. Und links stand 200. Ich fand es einfach nur witzig. Und war heute noch Leute. Ja, aber ganz ehrlich, das ist einfach, ich finde, das sind einfach Fans der Marke. Von daher, ich will ja nicht beim 200er angeben, das wäre ein AMG. Auf jeden Fall meinte jemand, der damals den 123er kaufen wollte, ob der Automatikgetriebe hätte. Das war ganz witzig. Und daher kam das jetzt, was der 5,6 erzählt hat. Ja. Jetzt guckt euch diese wunderschöne Stadt an. Und wir sind hier original weniger als 24 Stunden, inklusive Schlafen und inklusive Shuttle von und zum Flughafen. Wir hatten auch noch Flugverspätung. Das heißt, deshalb alleine schon macht Sinn, dass wir heute ein sehr schnelles Auto haben. Übrigens, ganz wichtig, hier sieht man es, in manchen Modi des Kombi-Instruments sieht man hier das neue Logo EQ. Ja. Weil dieser Wagen hier ist ja der M256. Wir haben ihn mit euch bisher einmal erst gefahren, also vielmehr, wir haben uns fahren lassen von Dr. Storb im, was war das, ein S500, glaube ich, also in der großen Serienausbaustufe. Wir haben hier den neuen Reihensechszylindermotor von AMG re-engineert, das heißt Kennfeld optimiert und Anpassungen wurden vorgenommen. Wir haben 320 kW, eine AMG-Abgasanlage, die hier auch schon im kalten Zustand ordentlich, also es kommt einem echt so ein bisschen so vor, auch dieses, das ist immer das Tolle, dieses harte, sportliche AMG-Lenkrad. Du sitzt halt hier drin und kommst dir dadurch alleine schon direkt vor wie im kleinen Rennwagen. Ja. Und dann dieser Sound. Also auch bei wenig Gas peitscht der schon hinten schön so Wolken raus, von Soundwolken. Aber zurück zum Motor, hier EQ. Das ist ja die zukünftige Mercedes EQ, die Elektromarke von Mercedes. Und alle Fahrzeuge, die hybridisiert sind oder Elektrofahrzeuge sind, haben irgendwas mit EQ zu tun. Und das hier steht deshalb hier, weil der Wagen hat EQ Boost. Deswegen gibt es hier auch die Charge-Anzeige oder die Power-Anzeige hier. Weil jetzt hilft die E-Maschine dem Sechszylinder auf die Beine. Und genauso, wenn ich das Gas wegnehme, charged sie hier. Sprich, jetzt wird gerade aktiv durch Rollen, durch Schubabschaltung quasi, durch die E-Maschine Strom in die 48-Volt-Batterie zurückgebracht. Weil der Wagen hier, also nicht nur der, jeder mit ISG ist in der Lage, wenn die Klimaanlage an ist oder im Winter die Heizung oder einfach das Radio, man steht in der Ampel, Start, Stopp,
Der hier kann, die Frage hatten wir ja auch schon beim Dieselfahrzeug, der kann durch ISG und 48 Volt Minuten theoretisch ohne Motor da stehen. Trotzdem kühlt der 48 Volt Kompressor. Und das ist halt so ein bisschen einfach eine schöne Darstellung, dass der Kunde sieht oder der Fahrer sieht, was hier gerade für eine Magic passiert. Ja. Weil sowas gab es bisher ja nicht. Wir werden euch das nachher nochmal vorführen, wie cool das ist, auch mal ohne Sport Plus, wenn man ihn einfach startet, weil das Auto hat keinen Starter. Hier macht nichts und dann läuft er, sondern der macht und ist direkt da. Der ist sofort auf 500 Umdrehungen durch dieses ISG. Da grüßen wir auch nochmal den Carsten Wanner ganz lieb. Der lässt uns nicht vor hier, Madame. Lieber Carsten, dich haben wir ja getroffen, du hast uns den ISG damals erklärt. Das ist, genau, vielen Dank nochmal an den Kollegen aus Sindelfingen. Ja. Sehr gut, sehr gute Arbeit. Alter Fan unseres Kanals auch. Auch AMG profitiert dadurch jetzt, weil dieser schöne Motor jetzt auch in den 53er Modellen ist. Es gibt ja den gleichen Motor ja auch im A und C 238, sprich im E-Klasse Cabrio, E-Klasse Coupé. Jetzt fragen manche, warum heißt der nicht 43? Weil das einfach diese Zahl seit vielen, vielen Jahrzehnten, deswegen muss die Frage eigentlich schon als weiter abgekanzelt werden. Diese Frage ist klar, die haben schon seit vielen, vielen Jahren, haben wir keine, hat es keine Hubraumrelevanz mehr. Das fing ja, sagst du immer gerne, schon beim 560er eigentlich an, der korrekterweise ein 550er gewesen hätte sein müssen. Und es zeigt eine Leistungsskala an. Dieser Motor mit 320 kW plus ISG entspricht halt einem 530, beziehungsweise bei AMG wird die Null ja weggeschnitten, ein 53er. Also hast du hier eine Leistungsskala, die einfach wahnsinnig on top ist. Kann man auch ganz einfach so herleiten. Der größte Mercedes 1991, also quasi der größte Nachkriegsmotor, kann man fast sagen, von der Leistung her, nicht vom Hubraum, war der 600 SE oder 600 SEL. Und der hatte sagenhafte 300 kW, aber ich glaube auch nur ein Jahr. Und dann ist auch ein bisschen weggefallen. Der hier 320 kW plus 16 kW ISG. Also, und wir fahren ja hier E-Klasse-Segment, sage ich mal. Also von daher haben wir hier eine Leistung. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Dann natürlich Firmatik, ganz klar. Firmatik Plus sogar. Firmatik Plus sogar, genau, Firmatik Plus. Das heißt, das Firmatik Plus, erklärst du mal kurz, was das Firmatik bedeutet? Firmatik Plus, also Firmatik war ja immer so, dass in den letzten, weiß ich gar nicht, das fing glaube ich mit dem 210er an, dass Firmatik immer eine starre Verteilung hatte oder eigentlich immer schon eine starre Verteilung hatte, aber immer auch da war. Du hast 50-50. Das stimmt doch nicht, oder? Starre Verteilung, also eigentlich war Firmatik, der Begriff kommt daher, dass ich eigentlich ein automatisch zuschaltender Fahrrad war. Die Firmatik war früher automatisch automatisch zuschaltend. Firmatik war früher immer, das ist nur in einem Auto so gewesen, nämlich im 124er, automatisch zuschaltend. Und danach war Firmatik halt immer da, deswegen sagte ich das so, es war immer an. Ja. Es ist nicht aus und dann wieder an, es ist immer an. Und es hat immer eine starre Verteilung, nämlich 50-50. Und bei AMG ist es dann je nach Fahrzeug, Geländefahrzeuge haben zum Beispiel, also SUVs haben in der Regel 40-60, also heckbetont. Der C43 hat 33-67. Und Firmatik Plus hat den großen Vorteil, dass theoretisch, das kann man jetzt nicht so einfach erklären, das muss man sich selber mal durchlesen, weil das muss man verstehen. Theoretisch kann der Wagen 100% vorne und 100% hinten hingeben. Heißt, der hat seine Leistung und der schaltet hier wirklich aktiv nicht die Firmatik zu, sondern einfach die Kraftverteilung. Der sagt jetzt zum Beispiel, wir stehen jetzt hier in der Ampel und die Vorderräder wären jetzt zum Beispiel auf Eis. Dann hat er theoretisch im Grundlevel seine 40-60 in der Theorie. Vorne passiert jetzt nichts, also würde er 100% nach hinten geben, weil die gerade Grip haben. Genauso kann es aber auch sein, dass hinten völlig Matsche ist, weil Öl rumliegt oder sonst irgendwas. Dann würde er jetzt in der Theorie die ganze Leistung nach vorne abgeben. In der Theorie heißt deshalb, weil er kann 100% nach hinten geben, aber er kann theoretisch nur 50% nach vorne geben, die aber 100% ergeben, wenn hinten nichts mehr abgegeben werden kann. Logisch, oder? Auf 1 auf 20 Grad stellen wir die mal. Wir sind das ja gar nicht gewohnt als Nordeuropäer, dass es hier wahnsinnige 12,5 Grad hat morgens. Ja, der knallt einen schon ganz schön in die Rückenlehnen, muss man sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja noch nie den neuen Reihensechszylinder mit der Sportabgasanlage gehört. Der hat einfach einen wahnsinnig guten Sound. Man sieht die Ampel überhaupt nicht, ne?
Nur da drüben diese Fußgängerampel. Doch, die gilt auch für dich, da links hinter der A-Säule. Okay. Ja, aber ich muss da hinten rechts weg, deswegen gucke ich lieber nach rechts. Ich finde es immer schlimm, wenn ich da hingucke, fahre aber nachher rechts, dann knallt's. You know? Ja, müssen wir hier schon. Ja, irgendwie, Nee, doch. Ja, dann sind wir komplett... Dann nee, nee, du darfst nicht da gucken, du musst... Wir sind aus dem Roundabout falsch rausgefahren. Ja, du hast auf die falsche Display geguckt. Krass. Dann haben wir hier wieder dieses... Ist es hier wieder Doppelkupplungsgetriebe? Nein. Wieso wieder? Es hat kein einziger AMG, außer den GT-Fahrzeugen, ja, sprich ja. Den Coupé Roadster. Ja, den gibt es ja nicht mehr. Und den... jetzt nicht mehr. Und die Kompaktfahrzeuge. Ja, genau. Genau. Also sonst hat jeder AMG ein herkömmliches Automatikgetriebe. Das Automatikgetriebe hier ist, es gibt ja ein MCT, also es gibt bei AMG gibt es drei Getriebevarianten in der heutigen Zeit, nämlich Doppelkupplung, heißt es dann Englisch bei AMG Dual Clutch, DCT. Dann gibt es ein MCT, ein Multi-Clutch oder eigentlich ist es eine nasse Anfahrkupplung, also eine, kein Wandler mehr, sondern eine richtige Kupplung, die beim Ölbad läuft. Das hat zum Beispiel dann der E63. Mhm. Hier haben wir eine neue Variante abgeleitet von dem neuen G-Tronic-Getriebe. Die nennt sich dann TCT, Torque Converter Transmission, also eine verbesserte Wandlerautomatik, sage ich mal. Und die Wandlerautomatik ist ja schon seit vielen, vielen Jahren, hat sie in den miefigen Ruf verloren, dass sie irgendwie sehr teigig und sehr, sehr zäh und kraftschlussverlierend daherkommt. Durch Wandlerbebrückungskupplung und. Und also ich glaube, du merkst als normaler Mensch, merkst du nicht, ob das ein TCT oder ein MCT ist. Mhm. Weil einfach das, was du machen willst, macht's. Weil es gab ja damals, habe ich erst vor kurzem erfahren, hat bei uns jemand auf YouTube kommentiert, ich weiß nicht, ob es stimmt, das kannst du vielleicht beantworten, dass damals die Rote Sau tatsächlich auch ein anderes Getriebe bekommen hat, weil der Wandler zu viel Kraft gefressen hat. Weißt du darüber was? Da gibt es ja genug Sagen über dieses Auto. Es gibt zum Beispiel auch die Sagen, der hatte eine Klimaanlage, deswegen war Hans Heyer völlig entspannt. Spricht aber eigentlich dagegen, dass seine Wahnsinnsleistung weggenommen wird von der Klimaanlage, auch bei dem V8. Ja. Damalige Klimakompressoren haben wir mal locker 10, 15 Kilowatt gezogen. Ja, ja. Also so viel, wie das ISG uns hier schenkt. Und dann gibt es auch die Sage um die Rote Sau, dass seine Luftfeder drin belassen wurde. Andere sagen wieder, die Luftfeder ist rausgeflogen, der hat harte Stahlfedern drin gehabt. Ganz ehrlich, da müssen wir mal bei Herrn Aufrecht anrufen. Ja. Ich glaube, der wird es als einziger noch richtig gut wissen oder vielleicht ein Archivar bei AMG. Ich kann es nicht sagen. Weil es gab auch auf jeden Fall von AMG die Option damals für die privaten rote Säue, also sprich, wenn ein Kunde einen 6.3 hatte und den gab es, glaube ich, zwei oder drei Abstufungen, wie viel Leistung man haben wollte. Und ich meine, die haben damals schon von G-Trak ein Fünfganggetriebe angeboten, wenn man das, wenn man halt lieber selber geschaltet hat. Mhm. Ah, wir hätten da bei den Palmen rechts fahren müssen. Ja. Na gut, dann nehmen wir euch mit auf eine kleine Sightseeing-Tour. Weil, wie du schon gesagt hast, ist es eigentlich Sünde, da warst du durch. Wir hatten eben so Mädels, die jetzt ein Parkhaus geführt haben. Und es ist wirklich Sünde. Die fragten, was? Ihr fahrt nur für eine Nacht in Barcelona? Ja, ja. Aber die eine Nacht heißt jetzt nicht, dass man schön gefeiert hat und hier und da. Sondern die Nacht heißt, man kommt im Dunkeln an, isst und redet ein bisschen und geht dann schlafen und steht dann schon wieder um 7 Uhr im Hotel und checkt langsam aus. Also wirklich nur Roll on, Roll off. Deshalb, ihr merkt es schon, sind auch die Videos jetzt CLS. Der erste Teil, das habt ihr schon gemerkt, und auch der zweite Teil, sind ein bisschen sehr gesprächslastig und wenig Story drumherum und wenig Fahrszenen. Das ist einfach so, weil wir haben leider überhaupt keine Zeit. Wir konnten nirgendwo groß aussteigen und viel machen. Genau, also wir können das eigentlich noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Wir haben wirklich für dieses Video hier, wir warnen schon mal vor, falls es eventuell weniger enthält, als ihr gewohnt seid, dann liegt das nicht daran, weil wir keinen Bock hatten oder uns der Wagen nicht gefällt, sondern wirklich an der Zeitknappheit. Ja. Also wir haben jetzt, hart gesprochen, noch gute anderthalb Stunden, das Auto selber mal zu erleben, ein paar Sachen mitzunehmen, die wir euch dann zeigen wollen. Dann müssen wir jetzt einen Platz suchen, um das Auto euch mal ein bisschen näher zu bringen. Heißt, wir können gar keinen Deep Dive mit euch machen, wir können nur oberflächlich rangehen, leider. Ja. Aber besser als nichts, würde ich sagen. Eben, genau. Deshalb habe ich möglichst viel von unseren Gesprächen drin gelassen. Manche vielleicht langweilt es, aber ich glaube es eigentlich nicht, weil ihr seid froh, dass der 3.0 wieder dabei ist.
Ihr hört ihm. Danke nochmal dafür, dass ihr uns oder mir die Treue so haltet. Das freut und ehrt mich sehr. Besonders das Facebook-Bild, was wir an der Stelle mal einblenden werden, war ja sensationell. Wir haben ein Bild von dem Diesel, wohlgemerkt, noch in AMG-Line-Outfit gepostet bei Facebook. Und wir haben, weiß ich gar nicht, innerhalb von 10 Stunden 700 Likes darauf gehabt. Das ist fast, glaube ich, neuer Bestrekord. Wir hätten gar nicht gedacht, dass ein Diesel so erfolgreich sein kann. Genau. Also, aber sieht man, der Diesel ist nicht gestorben. Ja. Und man sieht daran, dass der CLS vielleicht gar nicht so uncool ist, wenn man den aus verschiedenen Perspektiven sieht. Es hängt davon ab, welche Person davor steht. Ich habe eine Mücke gefangen. War das eine Mücke, ne? Ja. Also der Sommer geht los. Wir haben die erste Mücke des Jahres 2018 gekillt. Yeah. Aber hier, es zieht da wieder. War das ein Spanish Mosquito? Ja, wahrscheinlich. Guck mal, hier unten liegt sie. Mit Blut? Nee. Hier, lass mal. Auf dem Carbon. Auf dem Carbon. Da. Die habe ich gerade gefangen. Da ist ein Tierquäler. Das Auto, ganz seltener Opel Corsa GSI, bis auf die Aufkleber auch irgendwie ziemlich original. Also man sieht hier manchmal Autos, die gibt es bei uns halt gar nicht mehr im Straßenbild und die werden halt hier einfach gefahren. Die wurden nicht getuned, auch mit Originalfelgen sogar noch. Okay, Zustand so semi, aber immerhin, er ist da. Ja, er lebt noch. Ah, jetzt geht's los. Tarragona. Boah. Boah, da unten ist der Yachthafen. Und guckt euch das mal an. Phänomenal. So. Da haben wir uns ein schönes Plätzchen gesucht. Wir hätten auch gerne noch einen Abstecher gemacht. Oh. Oh, die Air Body Control bzw. das AMG Ride Control Fahrwerk hat gerade gezischt, weil das Biest sich auslevelt. Weil der steht ja gerade so ein bisschen schräg. Das liegt nicht daran, weil ich nicht parken kann, sondern wir wollen einfach das Fahrzeug dynamisch für euch darstellen oder platzieren. Man sieht jetzt auch gerade, was wir hier vor euch haben. Da. AMG. Aufrecht Melcher Groß Asbach. Heute in Affalterbach. Die Mercedes AMG GmbH hat sich nicht lumpen lassen und hat den CLS natürlich auch noch ein bisschen aufgeschärft. Und deswegen hier den CLS 53. Ich würde schon sagen, dass der ganz schön was hermacht. Also man sieht auf jeden Fall hier die Veränderungen zur AMG-Line zum Beispiel. Man hat hier diese Flicks, die einfach nochmal das ganze Design nochmal aufschärfen, also die Luft hier auch durchpressen, die das Ganze nochmal sportlicher unterstreichen. Hier sieht man Glanzstäbe vorne drauf, die sind jetzt hier schwarz, gibt es aber auch in Chrom-Ausführung, weil hier ist das Night-Paket montiert auf dem Fahrzeug. Deswegen ist hier vorne das auch in schwarz und nicht in Iridium-Silber. Ganz neu ist bei den sogenannten Entry-Performance-Fahrzeugen, dass der Twin-Blade-Kühlergrill, der früher auf dem 63er-Fahrzeugen drauf war, sitzt jetzt auf dem, auf dem 53er. Wird in Zukunft wahrscheinlich dann auch auf die anderen Fahrzeuge der Entry-Performance-Klasse ausgespielt werden. Hier sieht man auch das ganz neue Räderdesign. Wir haben euch ja erzählt beim 400er, dass hier der Luftaustritt ist von dem Air-Curtain, sprich die Luft geht hier vorbei. Deswegen haben wir hier auch so einen längeren Kragen. Also ich kann wieder hier mit dem Finger dahinter fassen, sehr tief sogar. Und dadurch hast du ein relativ geschlossenes Design. Sprich, der Vorteil ist, du hast weniger Verwirbelung, weniger Aufregungen für den Wind. Trotzdem eine wunderschöne Schüsselung. Schüsselung heißt, dass einfach hier sieht man es, dass das Rad so wie eine Schüssel aussieht. Heißt, hier innen drin ist die Nabenkappe und zwischen Nabenkappe und hier der äußersten Kante sind da schon fast so 6 cm. Das sieht einfach sehr sportlich aus. Das macht das Rad noch breiter, als es eigentlich ist. Sieht man auch besonders hinten. Wir haben natürlich hier auch sehr große Reifen auf dem Fahrzeug drauf. Kann man hier sehr gut sehen, sehr perfekt geparkt. 20 Zoll 275er, also richtige Puschen.
Und da nochmal der Hinweis, wir haben echt Glück, weil vor ein paar Tagen mussten die ganzen Pressetestwagen auf Winterreifen umgerüstet werden, weil tatsächlich hier in diesem kleinen Paradies, oh guck mal da hinten, das sieht der Wahnsinn aus. Boah. Ja, in diesem Paradies, man kann echt sich nicht vorstellen, wenn man da hinten den Strand und diese krasse Gischt und die Wellenbrechung sieht, dass hier vor ein paar Tagen noch Schneegestöber war. Ernsthaft, das war hier Schneegestöber. Was natürlich noch mega der Aufsatzpunkt ist für so ein AMG-Fahrzeug hier, die fette Abrisskante, hier in sehr schöner Carbon-Ausführung, echt Carbon oder Sichtcarbon, wo wir auch schon zur nächsten Neuerung kommen. Guckt euch das mal an. Jetzt sagt mir nicht, das gefällt euch nicht, weil die Blenden nicht angeschweißt sind hinten am Endrohr. Das macht man heute nicht mehr so, weil das Endrohr sitzt stoßfängerfest hier drin. Und dieser kleine Abstand würde nicht ausreichen, speziell hier unten. Wenn die angeschweißt wäre am echten Endtopf, dann müssten hier zwischen über 2 cm Luft sein. Weil die einerseits arbeitet, sprich rausgeht, wenn die heiß wird. Und auf der Nordschleife oder Autobahn würde die tanzen. Heißt, der Stoßfänger würde hier anfangen zu schmelzen oder sogar zu brennen im Ernstfall, wenn das nicht so wäre. Heißt, hier hat Gordon Wagner oder das Designteam einfach gesagt, wir wollen lieber das schön bündig eingebaut haben, als es echt verschweißt zu haben, damit die Optik halt auch was dafür hat. Also es ist, dass es nicht verschweißt mit dem hinteren Endtopf, trotzdem ist es eine vierflutige Abgasanlage, weil ich sehe hier, glaube ich, 4 Endrohre. Kommen wir vielleicht mal zum Herzstück. Vielleicht kann das Auge kurz nochmal hier hingucken. Hier steht es nämlich schon. Turbo 4matic Plus. Na, wer runzelt jetzt mit der Stirn? Warum steht da nur Turbo? Warum steht da nicht mehr Biturbo? Das ist ganz einfach. Man möchte halt nicht erzählen, über Dinge sprechen, die vielleicht gar nicht so sind. Das Auto hat nur einen Turbo. Streng genommen. Hier ist ein Turbo, ein echter klassischer Abgasturbolader, aber hier sitzt auch ein E-Turbo, ein elektrischer Zusatzverdichter. Theoretisch ist es ein V-Turbo, aber da es halt eben keine herkömmlichen V-Turbos sind, also echte Turbos sind und wir keinen V-Motor haben, hat man sich dazu entschlossen, wir schreiben die Wahrheit lieber drauf als AMG, anstatt irgendwas vorzufaken. Also man hätte auch hinschreiben können V-Turbo, weil er hat 2 Turbos, aber hat ihn dann doch nicht gemacht. Dann gucken wir auch mal hier drunter, wenn das geht. Aha! Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Man sieht das Motorsteuergerät. Hier sieht man auch wieder Dämmmaterialien, weil das macht man einfach deshalb, weil hier drunter sitzen die 6 Einspritzventile, Piezo-Ventile. Hier sieht man das motornahe Abgasreinigungspaket. Ja, genau. Den Schlüssel brauche ich mal. Danke. So, da sind wir wieder. Also ganz ehrlich, ich finde es jetzt doof, wenn wir wieder runterleiern würden, was der Motor für ein toller Motor ist. Das hat ja schon der Kollege seinerzeit bei der S-Klassen-Präsentation gemacht. Ich persönlich sage auch nicht, dass der Motor toll ist, weil er einfach jetzt neu ist und weil er da ist, sondern weil es ein reihen Sechszylinder-Motor ist. Ja? Man sieht auch jedes Mal stilisiert und warum man so Blenden drauf packt, das hat teilweise wirklich sogar Kühlluftfunktionen. Hier geht zum Beispiel die Luft durch, die das Abgaspaket kühlt. Hier kommt die Ansaugluft rein. Heißt, das macht man heute, A soll es formschön aussehen, keine Frage. Und B macht man das auch, weil das ein bisschen strömungsoptimiert ist und sogar Fußgängerschutz optimiert ist, weil es wird ja jedes Fahrzeug geprüft, was durch die Haube diese Kugeln durchschlagen. Und dann muss das Ganze hier eine glatte Fläche sein, weil alles, wenn hier immer so ein Dorn hochsticht oder irgend sowas, würde im Fußgängerschutz natürlich Minuspunkte geben. Heißt, deswegen sehen Motoren heute halt so aus und nicht wie, keine Ahnung, vor 20 Jahren, wo man noch sehr viel Technik offen gesehen hat. Abgesehen davon, Hand aufs Herz, es gibt mit Sicherheit viele Leute, die während der Leasingzeit des Fahrzeugs nie die Haube aufmachen. Muss man auch mal sehen. Hier noch der schöne Schriftzug. CLS 53.
Welcome back on road. Die GoPro links ist noch richtig ausgerichtet, ja? Ja. Gut. Geil, guck mal, was eine geile Straße. Ist schon so ein bisschen wie in Kalifornien, oder nicht? Das kennt man als ja, Nordeuropäer, als Deutscher halt, finde ich nicht, dass du so hoch neben dem Meer direkt lang fährst, dann dieses, durch diese Erde, den Gestein, ist das so gelblich hier. Ja. Guck mal, da in die Felsspitze, dann das Dörflein, das hier drin ist. Top. Dann hier, das ist auch geil, wenn so alte Kirchen auf Höhe der Straße sind hier. Mhm, geil. Das ist echt cool. Ja, ist auch schön, vor allem, wenn man weiß, dass man in 3 Stunden wieder in Deutschland ist. Ja. Wir haben sogar schon auf der Frontscheibe so ein bisschen Salzgischt oder so hier. Mhm. Also was man natürlich auch immer sagen muss, weil das fragen manche vereinzelt auch, wie so der Sound ist, wie schnell er ist und keine Ahnung. Das kann man auf Videos nicht transportieren. Also ich könnte jetzt hier mit 40 lang fahren, ja. Und man könnte das, wenn man den Tacho eh nicht sieht, könnte man das auch so schnell ablaufen lassen, dass man denkt, ich habe hier voll den Stress und rase hier mit 200 lang. Ja, aber das ist eigentlich meine Erfahrung als Editor von diesen Videos, ist eigentlich umgekehrt. Du fährst schnell und das sieht im Video immer langsam aus. Ach so, ja, oder so, genau. Also genau, ja. Man erkennt es eh nicht. Weil du die G-Kräfte, kriegst die G-Kräfte ja nicht mit. Ich habe die GoPros, weil ihr euch ja wundert, dass die GoPro das Bild jetzt gerade so hin und her wackelt, das habe ich bewusst so eingestellt, dass ihr ein bisschen Gefühl habt, dass wir Karosseriebewegung natürlich auch haben oder beziehungsweise, dass wir uns wirklich hier mit G-Kräften... was wir ja auch haben. Wir können übrigens die auch hier darstellen. Anzeigen, ja. Erstmal hier ist sehr schön, man hat hier das AMG-Menü unter anderem. Man sieht also hier auch, dass die Getriebeöltemperatur ist betriebswarm, ja. Motoröl super betriebswarm. Jetzt sieht man neuerdings neben dem Luftdruck der Reifen auch die Temperaturen. Ja. Was ja auch auf Rennstrecken ganz spannend ist oder im Sommer bei schnellen Autobahngeschwindigkeiten. Das ist natürlich geil. Also Reifentemperatur. Ja. Mhm. Dann sehe ich hier meinen Track Pace von AMG. Es gibt ja die Track Pace App. Die müssen wir uns aber euch mal irgendwann separat erklären, weil wie der Name schon sagt, Track Pace, Track. Wir brauchen eine Rennstrecke dafür. Also please AMG, invite us. Okay, das bedeutet, also du kannst ja mal erklären, die ist praktisch nur aktiv, wenn du wirklich auf einer Rennstrecke bist. Das kann man nicht erklären. Okay. Viel zu komplex, ernsthaft jetzt. Ja, nee, die muss man nicht erklären, nur die ist nur tatsächlich nur aktiv auf einer Rennstrecke. Nö, das kannst du auch hier laufen lassen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Aber die Strecke ist halt dann nicht erkannt. Ah, ja. Also, okay. So, hier ist unser GeForce Meter. Jetzt sieht man hier sehr schön ganz klein die ganzen Bewegungen, die der Wagen macht. Mhm. Jetzt zum Beispiel Kurve. Und da waren wir schon auf, glaube ich, 0,75. Und ich meine, so bei 1,15G reißt in der Regel die Haftung der Reifen ab, weil das ist physikalisch einfach Schicht im Schacht. Also man braucht das nicht denken, boah, wie langsam lahm ist das denn? Du wirst keine 2G links oder rechts rum eine Kurve fahren können, dann bricht der Wagen dir aus. Das ist einfach so, das ist Physik. Physik, glaube ich, zweite Klasse, also zweites Lehrjahr. Übrigens, solche Funktionen sind eigentlich... Auch wenn das der Herr 5.6 vielleicht das nicht so unterschreiben würde, eigentlich erst deshalb möglich, weil es ein iPhone gibt. Weil das iPhone hat irgendwann ein Gyroskop gehabt, damit man sieht, wie das Display sich ausrichtet und dass du den Kompass, dass du diese Navigations-App hast. Und dadurch gibt es so ganz kleine Bauteile, Gyroskopsensoren. Und deswegen ist es heute so billig, dass es ein Abfallprodukt eigentlich ist. Ja, das Fahrzeug ich aber behaupten würde, das ABC-Fahrwerk gab es vor dem iPhone und das hatte das ja auch schon. Es musste ja auch Sensoren haben, um die Horizontierung hinten zu bekommen. Ja, natürlich, natürlich. Aber da hat niemand drüber nachgedacht. Also sagen wir mal so, ich mache mal den Christian seine Logik nach, es gibt das iPhone nur, weil es mal bei Mercedes ein ABC-Fahrwerk gab. Ja, die Logik wollte ich so gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass dadurch zeigt man dem Kunden heute sowas. Man muss ja erstmal lernen, was ein Kunde sehen will. Ach so, es gibt ja genug Leute, die sagen, nö, brauche ich alles nicht. Genau das gleiche mit dem Luftdruck, bzw. Temperaturen der Reifen. Ja, ja. Oma Kleinmann juckt das nicht. Die weiß auch nicht, ob der Reifen jetzt bei 35 Grad ein Problem hat oder sowas. Ja. Aber auch die, die das vielleicht nicht in erster Linie brauchen, die es einfach nur cool finden, das macht Spaß. Es gibt so viele Daten, die in diesem Auto aufbereitet werden, nicht nur in jedem modernen Auto aufbereitet werden, die im Müll quasi ins Nirvana wandern. Ja. Und es ist einfach schön, das darzustellen. Und das hier ist natürlich auch eine Funktion, die aus dem ESP kommt. Das ESP muss ja wissen, wie bewegt sich der Wagen, die Achsen. Und dann ist einfach das Abfallprodukt, wird das hier schön grafisch dargestellt. Ja. Und es ist natürlich schon cool, wenn man seine Freundin auf dem Beifahrerplatz hat, fährt mal scharf durch die Eifel und sieht dann hier irgendwie 0,8G und kann dann ihr nachher erklären, du, das ist schon ordentlich was. Ja, wir sind fast abgeflogen. Genau. Hey Schatz, wir sind fast abgeflogen.
Sag mal, meinst du, wir kommen da unten hin? Ja, das wäre natürlich geil. An den Leuchtturm oder was das mal war. Ja, nicht, dass da vorne halt ein Gitter ist, dass man das runterfährt ja. mühsam und dann kommst du da gar nicht hin, weil das ja. ist ja der Hammer. Ja. Nee, das ist ein Tank, ne? Ja, ja, sieht so aus. Sieht aus wie ein Tank. Ja, vielleicht werden da Schiffe betankt. Keine Ahnung. Vielleicht lässt hier Dr. No sein Schiff betanken. Also, dass man schon mal festhalten kann im Vergleich zu gestern. Gestern sind wir ja das Mercedes-Benz Serienfahrzeug gefahren, zwar mit AMG-Line, aber das ist ja mehr ein Styling-Paket, als dass es technisch große Änderungen gibt, abgesehen von der Bremsanlage an der Vorderachse zum Beispiel. Man merkt halt sofort, dass hier wirklich was gemacht wurde in Affalterbach, denn die Lenkung ist deutlich direkter. Die Lenkung ist so krass anders, das ist einfach Wahnsinn. Und ja, es ist in der heutigen Zeit in der Regel, sind das Bits and Bytes, die da angefasst werden müssen. Aber du musst sie erstmal anfassen und du musst auch erstmal verstehen, was... Wo ist denn hier los? Drogenfahndung. Jetzt werden wir gleich rausgezogen. Nee, ich glaube, hier ist irgendein... Oh, ein Radfahrer, was passiert. Oh ja. Das ist natürlich schlecht. Ja, ja. Hoffentlich geht es dem Kollegen nicht so schlimm. Ja, hier sind viele Radfahrer unterwegs. Genau, wenn der stürzt. Ne? Ja, hier ist eine Pfütze, wer weiß, was ja. hier passiert ist. Ja. Nein, auf jeden Fall... es sagt sich immer so leicht, ja, das ist ja alles kein Engineering mehr, das ist ja nur ein bisschen Zahlen ändern, bla bla bla. Ja, aber du musst erst mal wissen, was ändere ich denn überhaupt? Weil es kann ja auch sein, dass die Lenkung verhärtet plötzlich, weil die irgendwann irgendwo eine Zahl falsch programmiert hat und dann stehst du nämlich ganz schlecht da. Und das ist halt eben die Leistung, dass du weißt, was machst du da. Ja, und das machen die Kollegen dann halt mit solchen Fahrzeugen, dass sie ihnen das Paket nehmen, was Mercedes halt bietet. Und verbessern das so weit, dass es halt eben dem Anspruch entspricht, den man bei AMG halt hat. Ja. Und das Besondere ist halt letztendlich, ich meine, jeder von euch wird ihn kennen, Tobias Moers, den CEO von AMG, der natürlich hier definitiv das letzte Wörtchen mitzureden hat, der sich dann verschiedene Entwicklungsstände einfach zeigen lässt und dann das, was dem Charakter der Marke AMG am besten entspricht und zu ihr passt, quasi dann freigibt. Ja. Und demnach kann man sagen... natürlich auch Leute wie Bernd Schneider, ja, genau, die immer voll involviert sind bei und es gibt die Rennfahrer, genau, wie Bernd Schneider und was ich, wenn es alles noch gibt, die bei der Entwicklung voll mit dabei sind. Jan Seifert kennt er ja, war ja bei uns schon. Ich hoffe, man hört den Sound einigermaßen nachher auf dem Video. Ja. Denn der Sound ist so cool. Also er ist nicht störend, sagen wir mal so. Also ich muss auch sagen, er ist nicht so laut wie beim V8. Mit Performance-Abgasanlage oder so, also wo es richtig ballert, wo man irgendwann auch das Gefühl hat, nee, es ist jetzt too much. Er hat auch ein bisschen, ja, wie ich vorhin schon sagte, irgendwie so spontan, er hat eher sowas in Richtung Ferrari. Ja, es war so ein Gentleman-Sound, finde ich. Das klingt schon so, es ist da und es ist auch prägnant da, aber wir müssen auch sagen, wir fahren auf Sport Plus jetzt, ne? Also wir fahren nicht auf Komfort. Aber es ist nicht so, dass man das Dröhnen empfinden würde, dass man keine Lust mehr nach 5 Minuten hat. Ja. Weil das also ist halt krass beim, zum Beispiel beim GT. Irgendwann nervt es dich. Also mich zumindest hat es dann teilweise schon genervt. Wenn man lange, GT ist halt ein Rennwagen für klar, die Straße. Das ja. ist halt dann derjenige weiß, was er macht. Ein Porsche Turbo wird auch, ich bin zwar noch keinen gefahren, aber stelle mir das so vor, dass der auch so laut ist, dass man auf Dauer, wenn man eher Limousinenfreund ist, wie wir beide, das auf Dauer vielleicht nicht so ja. wollen würde. Das ja. würde ich auch unterschreiben. Ja. Mal zurückzukommen, also die Leistung, die in so einem Fahrzeug hier steckt, weil es gibt ja immer diese Unkenrufe, ist kein echter AMG. Warum ist es denn kein echter AMG? Ist es kein echter AMG nur, weil vorne die Plakette nicht drin ist? Nur weil das kein One-Man, One-Engine ist? Ist das deswegen kein AMG? Das finde ich persönlich eine sehr dünne Argumentation. Klar, man kann das so sagen, aber das Auto macht hoffentlich, oder ein C63 macht hoffentlich mehr aus als nur der Motor. Denn das Gesamtpaket ist das Spannende. Ja. Du hast eine, musst du vergleichen mit dem Serienmodell. Also ja, du hast eine ganz andere, hier eine ganz andere Bremsanlage, eine verstärkte, vergrößerte Bremsanlage hast du hier. Du hast eine ganz anders abgestimmte Lenkanlage. Du hast ein ganz anders abgestimmte ESP-Settings. Das Fahrwerk ist von der Spursturzeinstellung, Vorlauf, Vorspur, alles mögliche, was es da gibt, völlig anders konstruiert. Dann haben wir hier auch Basis, eine Air-Body-Control, die aber von AMG halt eben re-engineert wurde. Und dann nennt sich das ganze AMG Ride-Control-Fahrwerk. Auf Basis der Luftfeder, ist also auch null zu vergleichen, hardware-seitig mit Sicherheit, aber der Rest halt eben nicht. Und dann hast du noch die ganzen Fahrwerkskomponenten, wie eben Spurstange, Querlenker oder weiß der Geier. Und die sind auch, je nachdem, wo es notwendig war, angefasst. Sprich verstärkt, eventuell härtere, direktere Gummilager. Und das alles macht ein AMG aus. Dann natürlich noch der Sound, der dann hoch emotional ist, aber eben auch nicht aufdringlich sein soll und vor allen Dingen nicht künstlich ist. Ja. Also man möchte nicht, dass hier
künstlich irgendwas vorgegaukelt wird, was vorne gar nicht passiert. Mhm. Heißt, wir wollen hier keinen, man will hier keinen V8-Sound haben in einem Sechszylinder. Man möchte, deswegen sagst du Ferrari, das klingt halt schon so ein bisschen heiser. Es klingt wie ein V12 Light. Es ist ja auch ein halber V12. Also von daher passt das ja. Boah, sieht das ja krass aus. Hast du eine Badehose dabei? Ja. Toll. Ich glaube, es dürfte recht schattig im Wasser noch sein. Aber es sieht so nicht kalt. So aus, ne? Ja. Es ist so kalt. Ja. Sehr schön übrigens auch, man hat hier die richtigen Fahrzeuge konfiguriert. Die haben nämlich kein Dach, also kein Panoramaglasdach. Ja. Weil es ist ein wunderschönes Dach und es ist auch toll, das zu kaufen. Und es macht auch Spaß, da oben rausgucken zu können, wenn man das möchte. Aber es ist halt schon ein Gewichtsthema. Das Dach wiegt jetzt nicht so ultra viel, aber du holst es dir halt an die äußerste Stelle der Karosserie, sprich hoher Schwerpunkt. Heißt, wenn du ein Panoramaglasdach kaufst, ist bei jedem Hersteller so, es ist kein Unikum von Mercedes oder von AMG, dann hast du halt das Gefühl, als hättest du oben vier Paar Ski drauf. So. Manche sagen, das spürt man ja nicht, dann wäre der Wagen schlecht. Nein, das geht nicht mit Wagen schlecht. Das geht einfach darum, dass der Schwerpunkt, du hast ganz oben halt Gewicht, es zerrt in der Kurve nach außen. Ja. Heißt, ohne jetzt jedem das Dach kaputt reden zu wollen, der das möchte, kauft es natürlich weiterhin. Aber wenn man sehr auf Performance aus ist, dann kann man, ist das ein Widerspruch, parallel noch das Glasdach zu kaufen. Ja. Das passt nicht. Das ist aber das Rotkäppchen auch kein. Ah ja, deswegen hat der Blackbird auch kein Dach. In Klammern, uns im Moment zu teuer. Schalten im Vergleich, dann geht er direkt von der Fahrstufe 3 auf 5. Also wir kamen gerade aus Sport Plus. Ja, ja, Sport sind wir jetzt, vorher Sport Plus. Sport Plus ist das Maximum bei dem Fahrzeug, mehr gibt es hier nicht, Race Hub gibt es hier nicht. Die Pros kennen das ja auch, Race kriegst du beim 63S, also beim S-Modell hast du Race. So, jetzt haben wir die Federung, die ist ja dreistufig, die ist normal, in Klammern Komfort, Sport oder Sport Plus. Oder hart und härter. Wobei wir beide schon festgestellt haben, härter, sprich Doppelsport, ist dank der Luftfeder, also Mehrkammer-Luftfeder, auf jeden Fall dauerfahrbar, theoretisch. Ja, ist erstaunlich. Also es ist Wahnsinn, was für ein Grip das Auto hat und wie der auf der Straße klebt. Und trotzdem geht es nicht ins Rückenmark. Ja. Ja. Und jetzt auf Sport. Wir sind ja gestern schon den Diesel mit der normalen Airbody Control, also ohne eine generelle härtere Kennlinie, wie der jetzt hier hat, dauerhaft auf Sport gefahren und ich muss auch gerade sagen, mit den paar Metern fühlt sich jetzt Sport nicht so hart oder schlimm an. Ja, der klingt schön heiser, ne? Ich mag das. Wir können vielleicht mal gerade hier drauf gucken, wenn wir hier auf die Vehicle-Taste drücken. Dann sehen wir nämlich die ganze schöne Animation. Jetzt gehen wir mal hier auf Dynamic Select. Auch sehr, ich muss sagen, das ist wirklich der Hammer, weil das hier ist jetzt nicht einfach, das geht ja nicht mal eben so hingemalt. Da ist wirklich ein Wahnsinnsprozess dahinter. Man kann es, glaube ich, gar nicht einfangen, wie fein das ist. Hier siehst du sogar die ganzen Dots vom Kühlergrill, das Profil der Reifen. Also es ist so fein aufgebaut, das ist wirklich toll mittlerweile. Und dann kannst du halt hier das alles einstellen. Die Abgasanlage wird eben durch das Motorkennfeld gesteuert. Also wir haben hier keine Performance-Abgasanlage, sondern einfach die Serien-Sport-Abgasanlage. Wobei ich dazu sagen muss, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Performance-Abgasanlage gibt für das Auto. Weil die kommt ja auch nicht immer sofort. Beim C43 kam die ja auch erst gefühlt ein Dreivierteljahr später. Ja, also kann man hier noch ordentlich was machen. Man kann hier, das sind die neuen AMG-Nomenklaturen. Man kann hier also theoretisch ökonomisch, normal, Komfort, sportlich und Sport Plus anwählen. Nur die heißen jetzt neuerdings anders.
Reduced, Moderate, Sport und Dynamic, weil das einfach viel mehr Sinn ergibt. Weil Sport Plus, was ist Sport Plus? Der Wagen ist dadurch höchst dynamisch einfach. Was ist komfortabel? Er ist moderat unterwegs. Transmission gibt es halt normal, D- oder M-Programm. Fahrwerk haben wir halt, wie gesagt, die Stufen. Und ESP, On oder Sport. Übrigens muss man dazu auch sagen, es gibt ja Leute, die sagen, du musst immer ESP auf Sport schalten. Ganz ehrlich, das ESP ist heute so toll ingeniert, dass du eigentlich gar nicht mehr gehindert wirst als Normalfahrer. Klar, wenn du auf eine Rennstrecke gehst oder wirklich mal die Kuh fliegen lässt, ja. Auf der Landstraße, natürlich hoffentlich im Rahmen des Gesetzlichen, dann kann man schon mal auf Sport schalten. Aber eigentlich hast du das nicht mehr so wie früher, dass du dich genervt fühlst, weil irgendwo ESP eingreift und der Wagen nicht mehr vom Fleck kommt. Ja. Das hast du mit den ganz neueren Autos. Ja, es ist auch vor allen Dingen es gibt viele Trugschlüsse, so Urban Legends, denen man als Laie aufsitzt. Und das ist zum Beispiel, was ich erst gelernt habe, als ich zum Beispiel mit Jan auf der Rennstrecke war oder so. Es gibt, also es ist nicht immer oder sogar relativ selten wirklich zu empfehlen, in den härtesten Modus der Federung zu gehen, weil der Wagen dadurch Grip verliert. Hatten wir das nicht sogar mit Bernd Schneider damals? Das kann sein. Also ja. du musst zum Beispiel bei Wet Conditions oder so, wenn die Strecke wellig ist, glaube ich, bietet es sich schon an, theoretisch sogar in Komfort zu gehen unter Umständen. Ja. Dann hat er zwar riesige Aufbaubewegungen, aber die Räder haben aufgrund ihrer Federwege die Möglichkeit, die Kontur der Straße nachzufahren und bleiben drauf. Weil wenn du die Federung ganz hart stellst, dann hast du keine Federwege sozusagen und dann fliegen die Reifen immer so ein bisschen über den Boden und verlieren Grip einfach. Das ist sieht man immer sehr schön, finde ich, diese hardcore getunten Autos. In meinem Kopf schwebt jetzt leider gerade der Golf 3, der dann richtig krass tiefer gelegt ist, wahnsinnig große Reifen. Und die fahren auf der rechten Spur mit 80 oder 100, weil der hüpft wie ein Hase. Ja. Und der hat nämlich 0,0 Bodenkontakt. Ja. Der wird wahrscheinlich jedem auf der Landstraße um die Ohren fahren. Aber auf der Autobahn kommt das Ding nicht vom Fleck, weil der dauerhaft so wackelt und tanzt. Ja. Und das macht dann halt keinen Spaß mehr. Und das ist halt das Schöne, wenn du diesen Spagat ausführen kannst. Genau. Eigentlich kann man dazu sagen, wenn möglich, immer adaptive Fahrwerke oder Luftfederung oder was es halt gibt, kaufen, wenn man das Geld dazu hat und der Wagen das anbietet. Das Schöne bei AMG ist, es ist in der Regel serienmäßig. Also es gibt keinen 43, 53er, wo man jetzt ein Fahrwerk hinzukaufen müsste. Die haben immer das Fahrwerk, was man braucht. Manchmal gibt es natürlich noch eine weitere Aufbaustufe, die man kaufen könnte, aber du hast immer schon eine Einstellbarkeit des Fahrwerks. Das ist halt schon sehr cool. Ja, dann würde, glaube ich, die Verkleidung vorne. Ja. Das ist auch ein schönes Symbol hier. Jetzt musst du nämlich komplett, du könntest links abbiegen. Nein, du fährst immer um dieses Ei einmal komplett rum. Ja. Wir müssen euch nämlich gleich definitiv nochmal die ganzen Interieurdetails zeigen. Und wir konnten jetzt wegen, es ist eigentlich echt ein Luxusproblem, wegen der krassen Sonne kann man gerade nicht so gut das einfangen. Ja. Weil, das noch zum Exkurs quasi echter AMG, nicht echter AMG. Man wird das gleich sehen. Also es sind so viele Details und Feinheiten in diesen Fahrzeugen drin, die definitiv einem 63er in nichts nachstehen. Und da gehen wir gleich mal drauf ein. Also haben das die Deutsche konstruiert? Mit so 300 Speedbumps? Ja, aber ich meine, wenn du das hier hast und du wohnst also hier, jeden Tag dann kannst du da aber auch alle 2 Jahre mal gucken nach deinen Federbeinen. Ja, dann kannst du das Auto jedes Mal erneuern, aber definitiv. Das ist übrigens noch ein interessanter Punkt, den hast du vorhin beim Frühstück kurz angesprochen, da wart ihr ja noch nicht dabei. Der 3,0 redet ja die ganze, das ist schön, dass er redet ja nicht für die Kamera, so der redet die ganze Zeit so viel. Und das ist immer, das doch nicht. Ja, und man hat dann immer so Bits und Bytes, spürt man dann oder schnappt man dann auf und sagt, ach was, das wusste ich auch noch nicht. Die Geschichte nämlich Komfort versus Sport, Sport Plus beim Auto, ob man das dauerhaft eigentlich benutzen sollte. Das ist die Frage. Ich glaube, man sollte es nicht, denn... Also man kann es eigentlich gar nicht so beantworten, weil das muss ja selbst für sich herleiten. Man kann nur eins als klarer Menschenverstand, als jemand, der einen klaren Menschenverstand besitzt, sollte es klar sein, dass wenn man dauerhaft in Sport Plus unterwegs ist, dass das auf das Fahrzeug geht.
Weil du, wenn du ständig sprintest als Mensch, kalt wie warm, das geht auf deinen Organismus, auf die Gelenke, auf die, das Herz, keine Ahnung. Und auch das ist beim Auto. Weil wenn du bei Sport Plus unterwegs bist, ist das Getriebe halt eben maximal authentisch, heißt ungedämpft, direkt und dadurch knallt es auch so die Gänge rein. Ja. Das ist natürlich super für Performance, also mega schnell, mega cool. Das hält das Getriebe auch aus. Aber wenn du das Tag für Tag machst oder immer nur für Knallgasbeschleunigung an der Ampel, dann ist natürlich da ein erhöhter Verschleiß vorhanden, definitiv. Ja. Und ich habe das auch neulich zum ersten Mal gesehen, das hat auch AMG empfiehlt es auch, bei in der Einfahrphase von 1500 Kilometern den Wagen im Komfort zu belassen. Ja. Also zum Beispiel, wir hatten neulich ein Video, habe ich leider bei uns nicht auf dem Channel drauf, das ist lief auf Mercedes-Benz. Da war ich mit den Jungs aus England, sind wir nach Affalterbach gefahren und die hatten einen nagelneuen GTC. Und die GTCs, die mussten halt eben in den ersten 1500 Kilometern komplett auf Komfort gefahren werden. Das haben wir aber auch schon beim Blackbird damals erklärt, ja, weil ich mich daran gehalten habe. Einfach. Ja, wobei, aber bei dir war das jetzt nicht so streng vorgeschrieben vom Hersteller. Und bei den GTCs klebte ja hier wirklich ein Aufkleber sogar dran, wo gesagt wurde, gut, das Komfort stand, glaube ich, nicht dabei, aber natürlich... Doch, es steht schon im Handbuch, steht, dass man die Fahrprogramme nicht anwählen soll, dass man das in Standard, sprich in Komfort belassen möge. Ah ja. Dann Gänge nur bis zu, glaube ich, 3/4 der Drehzahl ausfahren. Genau. Maximalgeschwindigkeit ist auch noch limitiert. Ja. Ja. Das ist ja jetzt ein Einfahrprozess. Also das ist, da gibt es auch Leute, die sagen, ja, braucht man nicht, weiß ich nicht. Ich habe dazu einen tollen Artikel geschrieben, den können wir auch verlinken. Den kann man sich durchlesen, dann kann man dem ganzen Glauben schenken oder nicht. Sollte einem auch einleuchten, dass die ganzen Gerätschaften, das ist ja nicht nur der Motor. Selbst wenn der Motor kein Einfahren mehr bräuchte unter Umständen, das Getriebe braucht es. Das kommt wir da hinten nicht abbiegen. Wir müssen das mal gerade uns recht suchen hier. Ich glaube, mit dem C63 Coupé haben wir euch auch auf so eine Strecke mitgenommen, wo wir plötzlich in dem kleinsten Kaff waren, genau, Portugal, wo wir mit dem Biest fast nicht mehr durch die Straßen kamen. Wegen der aufgeblähten Backen. Ja, wegen der dicken Backen und der Spoiler aus Carbon und all sowas, weil das so krass eng plötzlich war. Ja. Der E-Klasse Achse. Ja. Boah, was hier für ein Krater. Also hier sind nicht nur so Schwellen, sind auch Krater. Aber es holt die Luftfederung schon teilweise gut raus, muss man schon sagen. Hier ist auch sehr cool, vielleicht sieht man das gerade in der Kamera. Das Auto hat erkannt, dass hier Leute rumlaufen. Ah, ich aber nicht aktiv krass verzögere. Ich war zwar vom Gas runtergegangen, aber nicht stärker. Und dann warnt er mich im Head-Up-Display und hier innen drin, Achtung, Fußgänger. Das ist krass, das habe ich auch noch nie gesehen. Weil das erkennt die Stereokamera, dass sich was bewegt. Ja. Und dann warnt er dich einfach mal zusätzlich. Ja. Es könnte ja sein, dass es gerade verpeilst. Ja. Das ist echt super. Was er in Sport nicht macht, ist dieses Nachgeprobbel, was er eben auf Sport Plus gemacht hat. Und er ist ein bisschen dezenter vom Sound. Hm. Also eigentlich würde ich sagen, Sport ist A, gesellschaftsverträglich und nervt dich auch nicht. Und trotzdem hast du so ein emotionales Feeling, dass du hier gerade die letzte Rakete reitest. Die ja, wie gesagt, in meinen Augen ist immer das, was der Mensch so fühlt und sieht, ist ganz wichtig. Und allein durch dieses harte, eckige Performance-Lenkrad hast du schon einen ganz krassen Griff. Du kommst dir schon sehr vor, wie hier passiert was. Ja, das ist doch scheiße. Wo sollen wir denn hin? Da, wo der steht. Ja, deswegen warten die ja auch schon da. Der wartet auch schon. Alle am Warten. Aber irgendwann ist der Müll weggekommen jetzt. Ja, Hauptsache er hat zwei schöne Brillanten in den Ohren und blaue Gläser. Das ist Spanien. Ja. Aber guck mal, da sieht man jetzt mal auch den CLS in seiner freien Wildbahn. Genau das Auto haben wir übrigens auch. Ja. Neidpaket, also schwarze Räder. Ja, wegfallgetönte Scheiben übrigens. Der macht schon einen schlanken Fuß. Also gut, Rückleuchtenform komme ich mir noch nicht ganz drauf klar. Ja. Ich finde die nämlich nicht elegant, nur durch die Trapezform. Sonst wäre es elegant, aber dieses... Ich glaube, ganz ehrlich, man muss das Auto mal öfters sehen. Ja. Ich, ganz ehrlich, dann macht doch mal, wenn ihr das könnt, bloß nicht irgendwelches Kindergekritzel. Wenn es Leute gibt, es gibt Leute bei euch, definitiv, macht es doch mal und macht Vorschläge, wie ihr es rücklich gestaltet hättet. Nehmt ein Pressefoto,
pixelt mal rum. Das geht ja, heute macht das und macht mal einen Vorschlag. Weil das Problem ist, man kann das Rücklicht, glaube ich, gar nicht so viel anders darstellen. Ja. Denn alleine, wenn du jetzt mit einem Repair-Tool die beiden Elemente aus dem Heckdeckel wegpixelst, dass die weiß werden, sieht der Wagen ganz schrecklich plötzlich aus. Sprich, wenn er so ganz kleine Rücklichter hätte. Mhm. Das passt halt nicht. Da könnte man jetzt 1:1 die vom S-Klasse Coupé nehmen, aber dann sieht es halt hinten auch genau aus wie ein S-Klasse Coupé. Also ich finde, genau, ich finde wichtig, dass der auf jeden Fall die AMG-Line von hinten hat, wegen diesen Schlitzen, weil dadurch hat er einfach generell einen anderen Stand, sagt man im Neudeutsch. Also steht satter da. Mhm. Ich glaube, kritisch ist es wirklich, wenn das Auto Winterreifen hat und keine AMG-Line. Und das sieht dann halt schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Ja. Aber wie gesagt, also wer das kann von euch, gerne. Und wir posten das dann auch gerne, wenn es geschmackvoll designt wurde. Bei unserer Facebook. Ihr könnt jetzt das einfach auf Facebook posten. Und Mercedes liest mit. Das heißt, wenn das ein guter Vorschlag ist, kann der sicherlich auch bei Gordon Wagner landen. Oder ihr landet direkt bei Gordon Wagner. Oder ihr werdet eingeladen und könnt euch mal erklären, was ihr euch dabei gedacht habt. Ja. Nee, warum denn nicht? Also es macht ja auch Spaß, über sowas zu diskutieren. Und das habe ich ja schon gestern beim Dieselvideo gesagt. Eigentlich ist es doch gut, dass jeder darüber spricht und jeder eine Meinung hat. Weil wenn man sagt, ja, toll oder super oder einfach generell schlecht, dann ist es auch was falsch geworden. Design, über das gesprochen wird, ist ja eigentlich genau, hat genau das erreicht, was man erreichen wollte. Es ist polarisiert. Willkommen an Bord. Wir zeigen euch natürlich auch, wie wir es zugesagt haben, mal den Innenraum des AMG-Fahrzeugs. Wir brauchen nur einen besseren Platz mit den Lichtverhältnissen, weil dann sieht man das alles einigermaßen. Machen auch mal hier oben die Deckenbeleuchtung aus, dann wird es noch ein bisschen cooler. Hier sieht man vielleicht sogar jetzt am helllichten Tag sehr cool die Ambientebeleuchtung, die man ja wie gesagt in 64 Farben einstellen kann und beim CLS ganz neu dieses leicht diffus beleuchtete Element der Lüftungsdüsen. Finde ich wirklich echt eine coole Idee und da muss man mal sagen, das ist Engineering und Designleistung par excellence, denn ihr wisst vielleicht noch, das Showcar vom CLA, das muss gewesen sein 2013, da gab es so ein ganz cooles silbernes Showcar, das hatte vorne den Schein von rote Lichter, so rote Standlichter quasi und hatte innen drin beleuchtete Lüftungsdüsen. Damals wurde gezeigt, dass die eben, wenn man die Klimaanlage kühler oder heißer einstellt, die Farbe auch ändern. Dann haben alle gefragt, wann kommt denn das? Dann hieß es, ja, nee, das können wir nicht machen, zu teuer und sehr schwer in der Umsetzung. Vielleicht war das damals gelogen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schwer in der Umsetzung, es hat ja ziemlich lange gedauert. Und jetzt haben wir es hier. Sprich, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wenn ich die Zündung richtig anhabe, dann sehe ich, wenn ich die Klimaanlage verstelle, ändert sich hier da. Wärmer, rot. Kälter, blau. Und das ist halt eine coole Geschichte, ja. Das ist halt, das braucht man nicht unbedingt, aber es ist da und warum nutzt man es dann nicht? So, aber wir wollen zum Innenraum kommen des AMG-Fahrzeugs. Der 53er hat immer rote Ziernähte. Das ist das Erkennungsmerkmal seit dem C43, dass man beim Entry Performance rote Ziernähte hat. Übrigens sehr cool, dieser Farbton nennt sich intern 300 SL Rot. Ja, also eine Anspielung auf das 50er Jahre Auto. Jetzt haben wir hier natürlich ein Auto, Pressetestwagen mit gut gesagt, voller Hütte. Also wir haben das AMG Carbon-Zierteil, das ist echt Carbon. Und nicht nur die Mittelkonsole ist aus Carbon, die Türen sind aus Carbon hier, die Türelemente und dieses schöne Blatt hier auf der Armaturentafel. Dann hinzu kommt noch, wir haben das Nappa-Paket in dem Fahrzeug, also die Polsterung. Es gibt ja die Polsterung der Bordkante und des Armaturenträgers und die ist hier in Nappa ausgeführt, also ganz glatt. Sehr edel, sehr hochwertig, dadurch halt überall auch diese wunderschönen Nähte. Wir haben es erklärt bekommen beim Edition One Fahrzeug von Marian Selig, dass hier oben diese Bordkante läuft auch komplett rumgeschwungen rüber. Das sieht man halt durch diese Naht nochmal extra schön. Dann haben wir hier das AMG Performance Lenkrad in der größten Ausbaustufe, nämlich mit Nappa Dynamica. Sehr schönes Detail auch aus dem Rennsport kommend oder aus dem Rallye-Sport, die 12 Uhr Markierung. Sprich, wenn du fährst, siehst du immer, hier auch farblich abgesetzt in Rot, siehst du immer, wo deine Zentrierung ist. Wo ist oben? Das hilft halt sehr gut, wenn du in den Kurven bist. Dann kannst du nach vorne gucken und schielst quasi in deinem Blick runter und siehst immer, aha, da ist oben, da ist 12 Uhr. Dann, was haben wir noch? Wir haben die Sitze. Vielleicht kannst du mal versuchen, den Sitz einzufangen.
Wir haben hier ein richtig spezielles Sitzdesign, was nur im AMG-Baumuster vorhanden ist. Auch ganz wichtig, meine geliebten roten Gurte. Man hat hier wieder auch die rote Ziernaht. Man hat hier einen Dynamica-Streifen drin. Man hat hier ein schönes, fast schon wie so eine Art Panzerung, wie so ein Panzer von einem römischen Krieger. Dann hat man hier oben einen Kragen. Also hat hier wirklich wie in der E-Klasse kommt dieses Design. Dieses sehr sportlich elegante Design, was die Kopfstütze einfasst. Eine AMG-Plakette, sehr schönes Detail, wo ich sagen muss. Also man erkennt ja dann in den Sitzen schon komplett, dass man hier in einem echten AMG ist. Dann echter AMG macht auch aus, dass man hier unten dieses Bedienfeld hat. Du hast hier Schnellzugriff auf manuelles Getriebeprogramm. Du hast Schnellzugriff auf die Federung. Komfort ist gar keine Lampe an. Eine Lampe ist Sport und Sport Plus ist zwei Lampen. ESP-Taste, also das sind die Schnellzugriffstasten, die nur der AMG hat. Hier das Lenkrad auch, das ist die neueste Variante, dass du hier unten diese wahnsinnig stabile, ja, wie soll man sagen, das sieht eigentlich fast aus wie ein Brückenpfeiler. Ja, also super schön designt, muss ich sagen. Dann natürlich AMG hat geänderte Ziffernblätter. Hier haben wir die Taste mit dem kleinen Haussymbol und dem Pfeil zurück. Das ist quasi Escape, kann man so sagen, zurückgehen. Und dann kommst du hier oben in die Auswahlleiste. Dann kann man hier mit dem Fingerpad durchwischen. Hier haben wir auch AMG-Fahrzeug, also eine Performance-Anzeige. Da habe ich die Boost-Anzeige, Kilowatt, Newtonmeter oder auch nochmal hier mein G-Force, mein Gyroskop in dem Sinne. Oder hier, welche Settings ich gerade anhabe, welchen Motorprogramm, welchem Getriebeprogramm, Fahrwerk und ESP-Stellung. Oder halt auch ganz wichtig im Schnellverfahren, dass ich meine Temperaturen sehe vom Motor und Getriebe. Ab wann kann man denn überhaupt mal hier reintreten und darf man überhaupt noch reintreten? Ist es vielleicht schon zu warm fürs Auto? Aber wir wollten euch ja die Stile zeigen. Wie gesagt, das heißt jetzt hier Design, auf Deutsch würde es Stile heißen, weil die Autos, weil internationale Fahrveranstaltungen in der Regel, die auf Englisch eingestellt sind. Jetzt hat man hier Sport, Classic, bei Classic auch schon die Änderung. Du hast diese Checkered Flag, diese Zielflaggenoptik reindesignt und ein AMG-Schriftzug. Oder es gibt Progressive, das ist halt dann dieses ganz moderne Darstellung. Da hast du hier auch die Checkered Flag. Jetzt kannst du natürlich das weiter optimieren, das kannst du hier... Hier kannst du jetzt, sieht man immer die kleinen Punkte, komplett durchswitchen. Reiserechnerfunktion, Gyroskop, dann hier Track Pace. Also ich könnte zum Beispiel das so einstellen, könnte mir hier drüben, gehe ich mal auf Performance, könnte mir hier dann zum Beispiel das Gyroskop einstellen. So. Jetzt könnte ich so durch die Gegend fahren und würde genau sehen, Temperaturen hätte ich im Blick, die Reifen hätte ich im Blick, hätte hier mein Drehzahlmesser, hier meine Geschwindigkeit, hier unten meine Power- und Charge-Anzeige von der EQ-Boost-Funktion und eben mein Gyroskop. So, und komme mir wirklich vor wie im Starfighter, kann man fast sagen. Also diese Displays bieten so viele Möglichkeiten, das ist unglaublich. Weil hier haben wir ja das Dynamic Select. Mhm. Und hier kann man sich auch die Engine-Data anzeigen lassen, also was hier gerade passiert im Fahrzeug. Mhm. Temperaturen, Newtonmeter, Kilowatt. Oder ich kann mir die Vehicle Data anzeigen. Auch wieder sehr schön neuerdings mit den Temperaturen. Dann sieht man hier auch von der Luftfeder das Niveau. Da wir auf Sport unterwegs sind, ab Sport oder ab, ich glaube, 120, senkt sich der Wagen ja automatisch aufs tiefste Niveau ab. Hier sieht man noch den Indikator, wie stark ich dann das Fahrpedal trete oder wie stark ich die Bremse trete. Das ist auch ganz witzig. Hier würde man auch sehen, wie die Federbeine arbeiten, wenn die gerade arbeiten. Mhm. Also ist eine ganz nette Darstellung auf jeden Fall. So, und dann gibt es noch das hier. Das ist eine AMG-Anzeige. Da hat man nämlich, also theoretisch, ich kann mir hier so viele Informationen reinholen. Ich kann jetzt das hier lassen, kann hier drüben dann vielleicht den Reiserechner reinmachen, weil ich jetzt diese Anzeige gar nicht mehr brauche. Und das machen wir jetzt gerade mal. Nehmen wir mal hier den Trip. Und dann kann ich nämlich hier mir zum Beispiel den Reiserechner reinmachen, wie gesagt. Hier habe ich mein Gyroskop, hier Kilowatt, Newtonmeter und die Boost-Anzeige. Also man hat hier so eine Möglichkeit, sich das so individuell zusammenzustellen, wie ich eben die Anzeigen haben möchte. Und das, da hilft halt dieser Doppelbildschirm, der hier sehr schön unter einem Glas eingefasst ist. Also ich glaube eleganter und hochauflösender, man sieht es wahrscheinlich. Also es ist natürlich, entspricht nicht diesem Status, den es so ein iPhone hat mit diesem komischen, Pixel per Inch oder so, PPI oder so. Mhm. Also ein Retina-Display, so sagt man ja, ist es vielleicht nicht unbedingt. Braucht man aber nicht, weil man wird hier nie 10 cm davor kleben. Und wir sind gerade
30, 40 Zentimeter davor. Und ich, kurz. Ja, aber du siehst trotzdem, auch wenn ich so nah hingehe, siehst du an der 0,5, siehst du quasi keinen Pixel. Also es ist so, muss nicht schärfer sein, will ich damit sagen. Ja. Es braucht hier keine Angabe haben wie ein Smartphone, weil das würde wäre Perlen vor die Säue. Es ist so scharf, dass wenn du die Wettbewerbsdisplays anguckst, du wirst so fein die Displays und die Uhrzeit und die kleinen, hier, die kleinen Darstellungen mit den Zahnrädern, das kriegt nicht jeder Hersteller hin. Also da hat Mercedes, würde ich sagen, wirklich gerade das Maximum rausgeholt, was derzeit rausholbar ist. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Auto ist auf jeden Fall ein richtig cooler Performance-Rennwagen der sanfteren Art. Ja? Deswegen nennt Mercedes-AMG das Auto ja auch Entry-Performance. Und die eifrigen Zuschauer von euch wissen natürlich, was kommt, wenn 5,6 ein weißes Auto in der Hand hat, was uns auch gefällt und was auf jeden Fall das Siegel eines 5,6-Approved erfüllt. Dann zeigen wir das auch sehr gerne. Danke fürs Zuschauen, bis demnächst. Geil, ich muss da mal ein paar Bilder von machen, das ist ja so richtig geil. Immer Instagram, ganz wichtig. Ja. Thank you.